Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro Exodus. Stobis Tagebuch. Wir sind zu alt für dieses Lager, ebenso wie wir zu alt für Kinderspiele sind. Und jetzt werden wir den Wald verlassen. Wir schwören, dass wir noch besser und stärker werden und in dieser neuen Welt überleben werden. Das sind wir zu unterschiedlich. Okay. Gut, dass wir das Lager verlassen haben. Das ist ein Leben. Gestern habe ich ein Reh geschossen, während die anderen Kaninchen jagten. Der Lehrmeister hat mich bei den abendlichen Versammlungen gelobt. Morgen werden wir die Räucherkammer fertigstellen. Also müssen wir diesen Winter definitiv nicht hungern. Und nächsten Sommer werden wir nachsehen, wie es um die Stadt steht. Okay. Ja, wie gesagt, ich denke meine Idee... Ach, guck mal, hier können wir knacken. Wird wohl auch um die Kinder gehen. Hier. Ja. Wir knacken jetzt, bis die Sonne aufgeht. Gut. Man kann sich überall hin abseilen. Selber, was wir haben, oder nicht? Hat schon einer geklaut. Licht, der Licht kannst du überall machen. Kannst du hier mal runterklappen? Ja, bringt mich jetzt auch nicht weiter hier die Geschichte. Ach, hier. So, ich kann nur den nehmen, dann nehmen wir den. Was geht, Junge? Auf. Mit dir! Alter Belli, ey. So viel dazu, dass die freundlich gesinnt sind, ne? Wenn jetzt? Alchemistenlock, das mit dem Wachs hat nicht geklappt. Die Mischung brennt zwar recht gut, wird in der Flasche aber fest. Ich muss die Formel noch einmal ändern. Gut, dass es noch so viele Flaschen aus der Vorkriegszeit gibt, denn sie wären unmöglich zu ersetzen. Und was den Brennstoff betrifft, nun, diese Nuss werde ich bald auch noch knacken, da bin ich sicher. Vielleicht, wenn ich etwas Kiefernharz hinzugebe. Dadurch würde die Mischung klebrig werden. Nein, Harz macht sie zu dickflüssig, dann spritzt und brennt sie nicht gut genug. Und wenn ich sie destilliere, so wie der Lehrmeister es erklärt hat, Terpentin sollte auch als Brennstoff funktionieren. Scheiße, das tut weh. So ein Pech, dass ich neben dem Behälter stand, als er riss. Mein ganzes Gesicht ist verbrüht. Meine Augenbrauen sind nur noch Erinnerungen. Hey Junge, du hast angefangen. Molly, gib her. Wird jetzt nicht geschossen. Wegflammen, alles wegflammen. Warum kann ich hier nicht... Boah, hau doch ab, ich hab dich doch gerade weggeflammt, ey. Alten Kackviecher hier. Junge, Junge. Den Bettroll kann ich nicht knacken. Was hat der denn gebraten hier? Ja, guck mal, du hast doch irgendeinen Menschen hier drin gebraten, oder was? Nee, was ist das?
Ey, du machst so eine Steps oder was? Mollys kriegen wir hier ohne Ende. Werden wir wahrscheinlich brauchen für Wölfe, denke ich mal. Ja, wir sind voll angeschlagen. So geil, dass das lautlos funktioniert. Wir gehen hier in die Höhle des Löwen, ey. Wo schon einer alles mitgenommen hat. Naja, was willst du machen, ne? Alter, ich weiß auch, was deine scheiß Kopf gerade drin ist. Der alten Kackviecher hier. Das letzte Mal schon so auf Eier gehen. Alter Belli, ey. Die alten Kackkrebs, ey. Man sich denken können, nachdem die da in den Kochtopf waren. Also Wasser ist nicht wirklich zu empfehlen. Ein Hirsch oder ein Kommunikationsgeräusch, ey. So, Hirsche. Elche. Whatever. Ach, jetzt bin ich wie auf der Seite oder was? Hä? Also dann machen wir eben die Blutung weg. Das war ja jetzt ein toller Weg. Kann ich jetzt hier nicht ruhen? Kann ich nicht, darf ich nicht. Gut, da geht also auch kein Weg oder was? Großes Kino. Das hat es ja richtig gebracht, darüber zu gehen. Bringt mir gar nichts. Ich muss gucken, dass ich irgendwie den Berg da hochkomme. Noch einmal angeknabbert, dann sind wir wahrscheinlich eh down. Das war jetzt legendär hier. Halt hier irgendwo hochkommen, aber irgendwie, ja, können wir hier um die Hütte versuchen rumzugehen. Aber hier ist ein Durchgang, glaube ich, oder? Ach nee, das ist ja die Höhle, wo wir rein sind. Lebt noch. Ja. Oh Mann, ey.
kaum Boot hier. Zwei von drei kriegen wieder, weil einer daneben war. Kann man das benutzen? Nee, ist schon. One boat down. Naja, gut. Gehen wir hier rum. Haut ab hier! Hoch, ey. Wieder ist ja schön, dass ich das ganze Zeug aufsammeln kann. Ich kann aber meinen alten Dingen nicht setzen hier. Ich hätte natürlich vorher gewusst, hätte ich 20.000 Medipacks gemacht, anstatt irgendwelche Waffen. Oder so Munition. Na super, ey. Ich muss ganz woanders hin. Ich laufe gerade voll zurück. Ich muss wieder Wasser, da geht aber noch nicht gleich so direkt wieder. Ja. Ah, ja, komm, geh raus aus dem Wasser, Junge. Was jetzt? Ertrunken? Geil. Ertrunken ist er. Junge, Junge. Ja, dann war ich wohl doch da in diesem Wolfslager wahrscheinlich irgendwo richtig, wo ich vorhin war. Wo willst du mir sagen, du kommst hier nicht mehr zurück, oder was? Boah, ey, das ist ein Schritt von einem halben Meter Höhe. Der tut das so, als müsste er sich da kniefingermäßig hochziehen, ey. Oh, die Hasen, die gehen mir echt auf Eier hier. Die machen Steps, als wären sie irgendwie. Ab, ey, du Kackvieh, ey. Das ganze Knicken, wo ich dir alle 10 Pfeile reinmache, das ist ein scheißiger. Treff ihn gar nicht, die bleiben irgendwo stecken. Irgendwo im Baum geschossen hier oder was? Da bin ich ja mal gespannt, wie viele wir hier wieder kriegen. Nein, die sind echt irgendwo hängen geblieben hier. Acht! Junge, Junge. Weiß auch nicht, wer das ganze Gedöns hier soll. Mal ernsthaft. Ich geh nochmal hier rein. Vielleicht haben wir einen Weg übersehen oder was. Da geht's ja auch nicht weiter, da ist nur das Wasserloch. Da geht's weiter, da geht's mir. Es gibt keinen anderen Weg. Nee, so einen kleinen Felssprung kommt da nicht hoch, ey. Naja gut, gehen wir zum Wolfslager, meinem Hellen. Muss da irgendwo ein Weg sein. Hier ist nichts. Frag mich nicht. Oder ich übersehe gerade was, kann natürlich auch sein. Oh, hier sind wir schon bei der. Natürlich beim Wolfslager, ja. Sag ich ja, aber die hätten hier hochgemusst, aber.
Keine Chance, wir werden jetzt eh drauf gehen. Weil guckt euch unsere Blutung an, die ist schon. Medipacks haben wir nicht. Der gib her. Da geht halt eine Säule rutsch, aber die geht auch in andere Richtung. Alter, guck, wieso? Ich hab nur noch 6 Schuss. Kling dich ein, Junge. Warum klingst du nicht ein? Weil hier der Landepunkt ist wahrscheinlich, ne? Von da oben rüber. Wie kommen wir da hoch, ey? One Wolf down. Noch 5 Schüsse oder was? Hallo? Geh nochmal in die Höhle rein. Der Eingang war da oder kommen wir hier irgendwie hoch? Ah, da könnte ein Weg lang gehen. Könnte aber auch nur. Hier. Augen auf beim Eierkauf. Mann, Mann, Mann. Gut, dass wir das im Dunkeln nicht gesehen haben, ist klar. Ey. Ja, wir leben im Einklang mit den Wölfen und dann hier. Hier war halt schon einer, hier hat einer alles geklaut. Sechs Bolzen, ey. Denkt manchmal einfach. Ja, ruhig mal runter. Einfach zu kompliziert, glaube ich. Wo ist die Schalange? Die Schalange. Ein bisschen bin ich da. Ach, was jetzt? Gesagt, der ist nicht allein. Also gut, lass uns das Seil durchtrennen und ihn mit dem anderen zum Lager bringen. Hey, wartet mal. Ihr Pioniere habt schon einen. Und der hier ist unser Fang. Er wurde auf unserem Territorium erwischt. Das Netz gehört mir, also leck mich. Warum habt ihr die Falle dann auf unserem Territorium ausgelegt? Abgesehen davon habt ihr schon den Rucksack eines Eindringlings. Ich bin nach dem Rucksack getaucht, als du dich verdrückt hast. Ich hab mich verdrückt? Ihr seid Piraten, ihr habt mehr Boote. Und der hier wird dem Waldrat vorgeführt. Ihr seid alle Feiglinge. Er ist ein Eindringling, ein Feind. Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Bist du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling, also muss er sterben. Der die anderen nicht herbringt. Es reicht. Zuerst kommt der Waldrat. Der Rat beschließt dann, ob wir ihn töten. Die Molotow! Ich weiß auf jeden Fall, wofür die Mollys sind. Einfach das Seil durchschneiden können, hat ich auch mal. Mal ein bisschen mitdenken.
Ja, und ihr habt alle kein Zeug für mich, oder? Was ist los mit euch? Gut! Gehen wir hier hoch. Und dann war es das für mich in der Aufnahmesession. Gefällt mir bisher ganz gut hier. Die Jungs hier, die sind mir so ein bisschen zu kindisch irgendwie gemacht. Aber so hier das... Ja, weiß ich nicht mal sagen, so das Szenario gefällt mir ganz gut. Ein bisschen schade finde, dass ich halt alles sammeln kann, aber nichts herstellen kann. Das ist ein bisschen... Weil selbst wenn ich nur irgendwie Bolzen herstellen könnte oder ein paar Medikits, das mir reichen. Aber geht ja anscheinend nicht. So, ich habe auch keine Ahnung, wo der Damm sein soll. Wenn ich die Karte so angucke, wahrscheinlich ganz oben im Norden. Nee, lass uns mal überraschen. Jo Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, lasst einen Daumen da. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.